Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zum Crash-Test-Simulator, Leute. Wir sind heute mal wieder mit dem Lenkrad unterwegs und unserem krassen Lambo hier, Leute, ihr wisst Bescheid. Und heute wird es das Ziel sein, diese geisteskranke Teststrecke komplett lebend runterzukommen. Wir werden das jetzt mal direkt im Lambo versuchen, Leute. Oh, okay, okay. Ihr hört schon, der Lambo hat einen sehr, sehr stabilen Sound hier. Okay, wir müssen hier erstmal an sich nur so ein paar Hindernissen ausweichen. Bis jetzt ist es noch nicht schwer hier, die Teststrecke. Aber Leute, ihr kennt diese Teststrecke. Okay, ein bisschen Offroad hier. Ihr kennt die Teststrecke. Ihr wisst, dass das eigentlich auch dann noch ein bisschen schwerer wird. Okay, ich will hier nicht wieder übertreiben. Ich will hier nicht wieder übertreiben, nicht, dass wir gleich die Kontrolle verlieren. Deswegen bremse ich hier ein bisschen. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen Offroad brettern. Nicht unbedingt hier das beste Gelände für den Lambo. Oh. Okay. Whee, Baby. Let's go. Alter, das ist so ehrenlos, mit so einem Lambo eigentlich so Offroad zu fahren. Das sollte man echt nicht machen. Oh, bremsen, bremsen, bremsen. Okay, jetzt durch die Wüste hier auf Sand. Oh, Leute, das ist auch mies ehrenlos. Das ist auch echt mies ehrenlos. Weiß gar nicht, ist hier irgendwo eine Straße, auf der man fahren kann? Ich glaube aber nicht. Oh. Oh, Leute, das macht so Bock mit Lenkrad, ne? Das macht ehrlich Bock. Okay, hier müssen wir nur auf diese Steine aufpassen. Nicht, dass wir auf einmal hier, dass ein Stein uns hier so komplett zersägt. Oh, okay, komm hier außenrum. Sachte, sachte. So, kommt hier irgendwann mal wieder. Okay, ich glaube, jetzt sind wir mal wieder auf einer normalen Strecke. Oh, jetzt ist hier so eine Matsch. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir hier noch durch den Matsch fahren. Oh, nicht drehen, nicht drehen. Ganz, ganz schwierig, hier die Kontrolle zu behalten auf der Matschstrecke. So, fahren wir hier ein bisschen am Rand. Ey! Was ist denn das für ein Kaktus? Was ist denn das für ein Kaktus? Ich dachte, der würde umkippen, wenn wir da dagegen fahren. Und so, guckt euch mal unsere Front an. Die ist ja komplett zerstört jetzt hier. Oh, ey, nee. Ja, okay, Leute, mit einem Lambo macht das hier echt keinen Spaß, durch den Schlamm zu fahren. Ich würde sagen, wir holen uns mal lieber ein anderes Fahrzeug. So, wir schnappen uns hier einen Rolls-Royce Cullinan, aber keinen normalen. Und zwar, wir holen uns diesen von Keivani, so einen aufgetunten, Leute. Übelst krank. Habe ich in Dubai mal einen gesehen. In Deutschland haben die nicht mal eine Zulassung, weil die so krass aufgetunt sind. So, ja, ihr seht schon hier komplett Breitbau, alles am Start. So, testen wir mal, wie so ein getunter Rolls-Royce Cullinan hier auf der Teststrecke ist. Wahrscheinlich wäre es sogar besser, so einen normalen, ungetunten zu nehmen, weil diese ganzen Bodykits wahrscheinlich eher störend beim Fahren sind. Vor allem, wenn da mal sowas abreißt, dann ist es komplett Ende wieder. Naja, gucken wir mal, Leute. Rolls-Royce Cullinan ist ja an sich bekannt für das gute Fahrwerk und die gute Federung. Bis jetzt lässt er sich auch wirklich noch gut fahren, der Wagen. So, okay, hier sind wir ein bisschen am Driften gerade, ein bisschen am Driften, aber alles gut, so weit, so gut, hier durch den Wald brettern, auf jeden Fall mit einem Cullinan, ist zwar auch nicht wirklich dafür gemacht, aber ein bisschen besser als mit einem Lamborghini, glaube ich. So, jetzt brettern wir hier ein bisschen durch die Wüste durch. Oh, das sind Steine, oh! Das war's doch schon wieder komplett, Bro. Okay, ich glaube, der Rolls-Royce Cullinan, der bleibt auch so in der Wüste von Dubai liegen, Leute. Ich glaube, mit dem hier ist nicht mehr viel anzufangen. Ich hätte gerne mal so ein OP-Auto. Ein Auto, wo ich weiß, okay, das schafft alles. So ein Auto bräuchten wir mal. So ein richtiges Alleskönner-Auto. Ah, wie, der Range Rover war doch immer voll gut, Leute. Der Range Rover. Sollen wir mal einen normalen nehmen oder wieder den Mansory? Oh, wieder so eine Tuning-Kiste. Wir bräuchten so einen Offroad. Komm, wir nehmen hier einen normalen SVR. So wie ich auch einen hatte. Range Rover Sport SVR. Sehr, sehr nices Auto. Vermisse ich auch ehrlich ein bisschen. Sehr, sehr schönes Auto. Der wird uns nicht enttäuschen. So, guck mal hier. So sieht der aus, Leute. Hat ja an sich alles, was man braucht. Viel Leistung. 5 Liter V8, 550 PS Allradantrieb, Federung. Ist ja, also wenn es ein Auto durchs Gelände schafft, dann ist ja Land Rover ist ja dafür gemacht, Leute. Die sind ja wirklich dafür gemacht, um sowas hier zu schaffen. Erstmal hier ein bisschen runterbremsen, wir waren gerade ein bisschen schnell. Oh, der kernige V8 Sound hier. Oh nein, da ist ja Wasser.
Okay, Leute, das zählt nicht. Ich habe nämlich gerade die Lautstärke erhöht und hab mich aufs, hier auf den Monitor geschaut, habe nicht geguckt, was da kommt vor uns. Okay, das zählt nicht. Komm, der Range Rover bekommt noch eine Chance. Zack. Woo, Baby, einmal hier runterbrettern. Nicht über die Rampe, Bro. Okay, alles gut. Alles ist gut. Ey, was mache ich denn gerade jedes Mal? Mann, der arme Rangy. Okay, Leute, jetzt hier Schluss mit lustig. Jetzt geben wir uns wirklich mal Mühe. Das ist so nice, wenn das einfach in echt genauso wie im Spiel ist. So, komm, jetzt fahren wir wirklich mal normal. Ich habe hier übertrieben zweimal. So, jetzt diesmal wirklich hier ausweichen. Ich muss hier aber auch die Sicht so ein bisschen höher stellen, damit wir alles sehen, was vor uns ist. Das ist der einzige Haken an dem Wagen, ist eigentlich nur, wenn man hier wirklich die Kontrolle bei dem Ding verliert, dann ist over, Leute. Dann ist wirklich Ende. Dann bricht der so schnell aus. Ja, sehr gut. Woo, Baby. Guck mal, hier wieder ein bisschen driften. Ein bisschen driften ist ja gut. Ein bisschen driften macht ja Spaß. Okay, jetzt durch die Wüste. Die Wüste von Dubai. Oh, wir sind hier ein bisschen aufgesetzt. Wir sind hier ein bisschen aufgesetzt gerade, aber ist noch kein Problem für den Wagen. Ich glaube, nur der Frontspoiler an sich ist ein bisschen am Wackeln, aber ansonsten ist hier, glaube ich, soweit alles gut. So, hier schön an den Steinen vorbei, nicht an den Steinen hängen bleiben. Welches Auto sollen wir als nächstes testen? Ah, nein, 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 der Kakt. Der verdammte Kaktus jedes Mal, Leute. Okay, Leute, ich glaube, dem Wagen geht's gar nicht mehr gut. Ja, der war ja an sich gut. Ey, komm, nee, warte mal, wir testen den mal. Der war ja an sich krass eigentlich fürs Gelände. Der müsste sich ja da komplett durchbeißen, durch den Schlamm auch. Hahaha, okay, das ist gut. Hier war nur das Problem bei dem so ein bisschen die Lenkung irgendwie komisch. Also man muss hier wirklich extrem lenken. Bisschen komische Lenkung hat der, aber naja, egal. Aber wir fahren hier über diese Buckelpiste drüber, das juckt den gar nicht. Der ist so krass gefedert. Man kann das Ding kaum lenken. Guck mal, wie krass ich einlenke. Wie krass man hier einlenken muss. Der hat echt eine komische Lenkung, das Ding. Boah. Schöner Drifterino hier. Den muss man wirklich richtig einschlagen, damit er sich überhaupt bewegt. Aber ich glaube, langsam habe ich es raus, wie man das Ding fährt. Wow! Hä? Das ist ja gefühlt unzerstörbar, das Ding. Egal, wir fahren mal so lange, wie es geht. Wow! Okay, jetzt ist Ende. Das Ding wäre eigentlich so gut, aber es lässt sich leider so schlecht fahren, diese Kiste. Mann, ey. Das darf echt nicht wahr sein. Boah, Leute, warum testen wir denn nicht mal hier so einen schönen Bugatti? Schauen wir mal. Ui, 16 Zylinder. Irgendwie lässt sich der übelst komisch fahren. Boah, und da ist jetzt schon vorne was abgerissen. Das ist ja voll die Müllkiste hier. Komm, den schrotten wir jetzt. Den schrotten wir. Gar keinen Bock mehr auf das Ding. Das ist eine richtige Müllkiste. So, hier mit deinem 3 Millionen Bugatti. Müll ist das hier. Man muss natürlich auch dazu sagen, der Wagen ist wahrscheinlich gut in echt, aber manche Mods sind einfach schlecht gemacht und hier habe ich gerade schon gemerkt, die Mod ist einfach nicht so nice. So, nehmen wir die G-Klasse, Leute. Und da geht ja hier diese Offroad-Variante spawnt ja irgendwie ohne Reifen. Weiß nicht warum, nehmen wir die normale G-Klasse, beziehungsweise glaube ich so eine Tuning-G-Klasse. So, komm, G-Wagon. G-Wagon, du machst das. Wir vertrauen auf die Power einer G-Klasse jetzt. Du musst das jetzt hier, wir haben es bis jetzt noch bis mit keinem Auto runtergeschafft mit dem Lenkrad. Das ist ja schon, langsam wird es hier peinlich, Leute. Langsam wird es echt peinlich. Der Lambo an sich war ja gut zu steuern, ist aber, hat beim Matsch total versagt. So, die G-Klasse durch den Wald brettern. Ah, ein bisschen schlechte Bremsen hier. Ich habe schon echt lange gebremst und ich, ja, der Wagen überschlägt sich, wir kriegen ihn nicht gebremst. Aber hat sich wieder gefangen und ist sogar unbeschädigt, okay. Zumindest was die Technik angeht, ein paar kleine Dellen außen, aber das interessiert uns ja nicht. Ah, der kommt sehr leicht ins Schwanken mal hier, diese... Oh nein, die Steine. Okay. Ich
Steine sind echt gefährlich. Die reißen da echt alles im Unterboden auf. Ja. Aber das Ding ist wirklich stabil, ne? Das Ding ist wirklich stabil. Das muss man echt sagen. Komm, beiß dich durch. Also wir haben uns jetzt schon mal überschlagen, sind gegen den Stein gebrettert. Und die G-Klasse ist immer noch irgendwie so halbwegs da. Aber lässt sich auch total schlecht steuern, das Ding, ne? Muss man wirklich sagen. Also Stabilitätscheck von der G-Klasse. Oh nein, der Kaktus. Okay, der Kaktus ist Endgegner für jedes Auto. Bin ich aber auch hier wirklich leider fahrmäßig nicht zufrieden auf der Strecke. Brauchen jetzt hier wirklich mal was Gutes. Was denn hier mit diesem Teil hier? Das sieht doch aus hier wie so ein Rallye-Auto, als wäre es dafür gemacht. Das sieht doch wie dafür gemacht aus. Wenn sie es jetzt noch gut lenken lässt, nicht wie der andere Offroad. Okay. Hat ein bisschen eine bessere Lenkung. Oh, wobei. Der dreht sich hier ziemlich schnell. Naja, ich guck mal, wie weit wir kommen. Der fängt direkt an, sich zu drehen. Bro, ganz schwierig, das Ding hier. Ganz schwierig, Freunde. Aber der ist so gut gefedert, wir können hier einfach drüber springen und es juckt das Auto einfach nicht. Das ist an sich ganz cool. Oh, oh. Okay. Ah, das wirklich, der kommt sehr leicht ins Schwanken hier, weil er, glaube ich, schon zu krass gefedert ist. Ihr merkt schon, da kann man irgendwie gefühlt den gar nicht lenken. Okay, komm, brettern wir mal ein bisschen durch jetzt hier. Wow! Und der verliert schon wieder. Ey, nee. Nee, Leute, sorry. Aber das, die Autos sind alle irgendwie so schlecht zu lenken. Ich will es jetzt wirklich mal mit einem Auto runterschaffen. Aber welches Auto ist dafür das Richtige? Bis jetzt, die sind echt alle nicht so optimal dafür gewesen. Bentley? Vielleicht der Bentley? Mercedes S-Klasse, komm, du regelst das jetzt. Du wirst das jetzt hier regeln, Prater. S-Klasse könnte wirklich ein guter Allrounder jetzt dafür sein. Ich mach jetzt auch langsam. Wenn das jetzt wirklich ein gutes Auto dafür ist, mache ich jetzt auch mal langsam, dass wir es jetzt wirklich auch mal weit schaffen. Okay, der hat auf jeden Fall einen sehr aggressiven Sound hier. Das ist nicht Serie, die Auspuffanlage. Bremsen ging gut. Lenkung, glaube ich, auch gut. Das könnte hier echt ein Auto sein. Das könnte ein potenzieller Favorit sein. Wir fahren wieder durchs Waldstück. Wobei, also hier ist der schon wieder sehr, sehr krass am... Der hat jetzt schon hier wirklich Traktionsprobleme und wir sind noch nicht mal auf der Mattstrecke. Weiß ich nicht, ob der... Bin mir gerade doch nicht mehr so sicher hier mit der S-Klasse. Okay, durch die Wüste von Dubai hier wieder durch. Okay, wir haben unser Heck verloren. Nein, Achtung, Stein voraus. Oh, das war knapp. Also die Challenge hier, Leute, hier wird wirklich von den Autos alles abverlangt. Hier wird wirklich alles abverlangt. Hier brauchen wir gute Bremsen, gute Leistung, gute Traktion. Jetzt hier durch die Matschpiste durch. Also die Matschpiste hat bis jetzt hier wirklich fast jedes Auto zum Brechen gebracht. Ganz schwer, das Ding hier gerade zu halten. Okay, sehr gut, Leute. Macht sich aber bis jetzt echt gut. Guter Allrounder. Und wir haben es durchgeschafft. Vielleicht wird das jetzt wirklich mal so ein Auto, mit dem wir es bis zum Ende schaffen. Haben zwar hier ein bisschen das Heck verloren, aber an sich sind wir, was unsere Fahrmöglichkeiten, was die Technik angeht, nicht eingeschränkt. Also, nein! Wir haben hier was gerammt, aber es scheint trotzdem noch alles stabil zu sein, weil wir müssen jetzt aufpassen. Das ist jetzt hier eine Eisstrecke. Hier ist Eis, deswegen rutscht man hier so ein bisschen. Oh, Gottes Willen. Drehen. Man rutscht hier sehr, sehr krass rum. Okay, und jetzt kommen wir nämlich auf eine komplette Glatteisstrecke jetzt noch drauf. Wow! Oh mein Gott! Bremsen! Mayday! Oh, die S-Klasse fährt aber immer noch, das Ding. Das Ding rollt immer noch. Das ist echt stabil hier, die Kiste. Jetzt hier noch über so einen Acker hier drüber. Über so einen schönen Acker hier drüber brettern. Durch so ein Sumpfgebiet oder was das jetzt hier noch ist. Alter, also das Auto, was hier ganz unten ankommt, das ist echt stabil. Von dem wird wirklich einiges abverlangt. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt hier gerade für ein Untergrund ist. Ist ein bisschen rutschig. Vielleicht irgendwie wie so Schlamm oder so noch. Weiß gerade nicht genau. Aber wir sind echt schon weit gekommen. Hier nochmal Beton jetzt. Alles gut. An sich hier ist chillig. Jetzt müssen wir hier die Ruhe bewahren.
Wir können es schaffen. Wir können es echt schaffen mit dem Auto. Das ist hier das Macher-Auto, Leute. An sich kann man es natürlich mit jedem Auto schaffen, aber kommt ja immer noch auf den Fahrer an. Ich will ja auch nicht sagen, dass ich mit jedem Auto davor immer perfekt gefahren bin. Oh, ich dachte gerade, der Motor ist broke. Wir nehmen natürlich jetzt hier nicht die Rampe. Hä? Nein, Leute. Der Motor setzt teilweise aus. Was ist denn jetzt los? Hä? Als ob wir jetzt hier kurz vor Ende liegen bleiben. Ey, das darf nicht wahr sein. Das darf jetzt hier nicht wahr sein. Komm schon. Ja. Nein! Wir hätten hier springen müssen. Alter, okay, ein Auto, was es bis nach ganz unten schafft, ich glaube, das existiert nicht. Weil das Auto muss ja dann auch den Sprung da noch überleben. Okay, das ist krank. Das ist krank, Leute. Aber ich würde sagen, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, welches Auto wird es bis nach ganz unten schaffen? Mit welchem Auto sollen wir das als nächstes testen? Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax.